Liebe Kinder, schau dir mal diese Bilder an. Du kannst bestimmt was darauf erkennen. Eine Tastatur, eine Maus, ein Bildschirm, ein Laptop. Überlege nun, mit was diese Bilder etwas zu tun haben könnten. Du bist bestimmt ein Experte und kommst darauf. Richtig. Sie alle haben was mit dem Computer zu tun. Vielleicht wunderst du dich, dass man Computer mit einem C schreibt, obwohl man ein K hört. Viele Wörter wie der Computer kommen aus einer anderen Sprache, zum Beispiel aus dem Englischen, und werden deshalb mit C geschrieben. Wir sprechen aber C wie Computer. Ich zeige dir nun noch andere Bilder, bei denen das genauso ist. Wie heißt denn ein Auto ohne Dach? Es ist ein Cabrio. Wie heißt denn ein Reiter im Wilden Westen oder eine Reiterin auf einem Pferd mit diesem besonderen Hut? Ein Cowboy oder ein Cowgirl? Manche unternehmen vielleicht solche Urlaube in einem Zelt oder einem Wohnmobil. Dann geht man gerne auf einen Campingplatz. Camping. Dieser Herr hier tritt im Zirkus auf. Er macht lustige Witze und ist ein Clown. Ein Getränk aus Amerika, von dem Kinder noch nicht zu viel trinken sollten. Cola. Und natürlich eine Sache, die uns gerade alle sehr beschäftigt oder beschäftigt hat. Corona. Alle diese Wörter haben gemeinsam, dass man sie mit einem C schreibt, aber wie K spricht. C wie Computer oder Corona, Cola oder Cowboy. Nun möchte ich dir noch ein anderes Beispiel zeigen. Es gibt auch C wie Cent. Dann wird es nicht wie ein K gesprochen, sondern eher wie ein S oder Z. C wie Cent. Ein anderes Beispiel dafür ist die CD. CD. Auch eher wie ein CD. Wollen wir uns noch die Schreibung des Buchstabens anschauen? Das C ist wie ein Kreis, du kennst es schon. Es befindet sich im Dachgeschoss und im Erdgeschoss. Das kleine C bleibt im Erdgeschoss und ist nur kleiner als das große. Du kennst die Schreibung schon aus unseren Lauten H und Sch. Also ist dir der Buchstabe nicht ganz unbekannt. Nun hast du schon viel über den Buchstaben C erfahren. Mach nun diese Woche die Übungen und sei fleißig. Und am Ende kannst du das C und das finde ich richtig cool.